Warum machen Sie das? Warum machen Sie diesen ganzen Mist? Weißt du was? Dazu bist du noch zu jung, Kleines. Aber ich kann dir gerne etwas mehr über mich und deinen Vater erzählen. Warum sollte ich mir diese ganzen Lügengeschichten anhören? Ich glaube schon, dass dich das interessieren wird. Dein Vater und ich kannten uns schon sehr lange. Wir waren mal sowas wie Freunde. Ja, genau, Freunde. Und deshalb entführt man die Tochter. Langsam, Mädchen. Ganz langsam. Mein Vater ist tot. Na und? Als sein feiner Vater Finanzboss wurde, war ich mit mal so als kleiner Kaufmann im Drogeriemarkt abgeschrieben. Warum sollte ich Ihnen glauben? Ich besorgte mir noch zwei andere fiese Typen aus dem Milieu. Sein Vater und ich wollten uns eines Tages nochmal treffen. Ich kam zu früh zum vereinbarten Treffpunkt. Dein feiner Vater hat weiße Päckchen in sein Auto geladen. Ich habe natürlich sofort Fotos davon gemacht. Sie lügen. Tja. Dein feiner Vater hat mir 100.000 Euro unterschlagen. Das hätte er niemals gemacht. Tja, dann kamen die Bullen und verhafteten mich. Dein feiner Vater entkam und ich saß 10 Jahre im Knast. Aber ich habe immer geschworen, wenn ich wieder rauskomme, hole ich mir die Kohle. Tja. Und jetzt sind wir beide hier, Tina. Hast du ihn umgebracht? Er hat's nicht anders verdient! Hinsetzen. Hinsetzen! Ich werde sie noch kriegen. Ich werde sie in den Knast bringen. Abwarten, Tina. Abwarten. Tja, Tina. Die Stunde ist gleich rum. Vielleicht wirst du nach deinem Vater wohl in den Himmel folgen müssen. Bitte, bitte tun Sie mir nichts. Ich zeig dem Polizisten auch, dass Sie ein guter Mensch sind. Dazu ist es jetzt auch zu spät. Aber ich rufe die blöden Bullen noch mal. Vielleicht haben sie es ja jetzt kapiert. Wie Sie eine sind! Kann ich verstehen, Jens! Wollen Sie für immer in den Knast? Ich weiß, dass Sie im Inneren ein guter Mensch sind! Ich war nicht schuld an dem ganzen Scheiß! Paul war es, der mein Schuld gewesen ist! Ja, ich weiß! Aber wollen Sie so enden wie Paul? Wollen Sie sterben? Das ist es nicht wert! Geben Sie auf! Oh, ihr scheiß Bullschweine! Scheiß Bullschweine! Sie sind verhaftet, Jens. Alles, was Sie sagen, wird gegen Sie vor Gericht verwendet. Das
werdet ihr mir büßen. Scheiß Bullschein! Die Klappe jetzt! Glaubt doch nicht im Ernst, dass ich lange im Knast bleibe, oder?